Ja, ganz herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Studienwahl TV. Mein Name ist Philipp Banse. Ganz herzlich willkommen. Unser Thema heute ist Wirtschaftsjura. Und da haben wir uns natürlich wieder einen kompetenten Gast eingeladen. In diesem Fall ist es Professor Dr. Kiel von der Hochschule in Wismar. Er ist Professor für bürgerliches Recht, kümmert sich in Wismar aber um das Thema Wirtschaftsjura. Ganz herzlich willkommen, Herr Kiel. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin. Außerdem mit dabei ist natürlich wie immer Petra Murray von der privaten Studienberatung Hallo. Plan Z hier in Berlin. Petra, du hast Herrn Kiel. Ja, vor allem auch dieses Themenfeld einfach die Jura auch nochmal auseinandernehmen können in eben die klassischen Volljuristen dagegen halten können gegen den Wirtschaftsjuristen, sodass wir einfach auch mal abgleichen können. Da kann ich auch gleich einsteigen, weil wir nennen die Volljuristen, ich bin ja selber eigentlich auch einer, der das durchlaufen hat, wir nennen sie nicht Volljuristen, sondern nur Juristen, und das zeigt auch schon einen kleinen Unterschied zu unserer Ausbildung, weil wir sind ja eine Zwei-Disziplinen-Ausbildung, die wir da anbieten. Wir machen eben nicht nur Recht, sondern eben auch die Betriebswirtschaft mit unterschiedlichen Anteilen, da kann man nachher vielleicht nochmal drauf kommen. Aber das zeichnet uns aus, dass wir eben von vornherein, vom ersten Semester an, die Kombination von rechtlichen Fragen, wirtschaftsrechtlichen Fragen und eben betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Fragen haben, was man als nur oder herkömmlich Volljurist eben nicht hat. Das ist schon ein ganz gewichtiger und, glaube ich, auch für die Studieninteressierten ein wirklich bedeutsamer Unterschied. Eine spannende Kombination natürlich auch. Und wenn man sich das jetzt so vorstellen muss, dann stehen die beiden Fächer gleichgewichtig nebeneinander? Ja, das ist unterschiedlich. Also wir wollen schon, dass unsere Studierenden und letztlich dann unsere Absolventinnen und Absolventen sich als Juristen fühlen. Als Wirtschaftsjuristen, aber eben schon als Juristen. Sie werden als Juristen sozialisiert, also sie bekommen die juristische Methode an die Hand. Sie werden in ganz tief eingeführt in die ganz verschiedenen Disziplinen, insbesondere des Zivilrechts. Und deswegen ist die Betriebswirtschaft nicht ganz gleichgewichtig. Wir verteilen das ungefähr mit 60% rechtlichen Fächern und 30% wirtschaftswissenschaftlichen Fächern. Dann sind nach Adam Riese noch 10% über. Das ist dann so Fremdsprachen, Teamtraining und solche Sachen. Aber vergleichbare Situationen haben wir eigentlich an allen Standorten, wo es Wirtschaftsrecht gibt. Da gibt es immer mal ein paar lokale Spezialitäten, wo dann die fachliche Ausrichtung mal ein bisschen anders ist. Aber im Grundsatz ist das sehr ähnlich. Was wir nicht machen oder fast nicht machen, ist das Strafrecht. Wir haben ein bisschen was im Wahlfachangebot, Wirtschaftsstrafrecht ist dabei, aber wir haben es nicht im Pflichtfachbereich. Normalerweise die Jura-Ausbildung an den Universitäten ist ja mit den drei großen Säulen Strafrecht, Zivilrecht, öffentliches Recht. Das ist bei uns nicht so. Und auch das öffentliche Recht ist gegenüber dem, was die juristischen Fakultäten in den Unis anbieten, auch abgespeckt, ist reduziert. Es ist im Kern doch sehr stark zivilrechtlich ausgerichtet, also das gesamte Vertragsrecht, das Gesellschaftsrecht, die Vertragsgestaltung, die bei uns eine große Rolle spielt. Also das ist im Zentrum. Und insofern haben wir dann dadurch Platz, um eben diese 30% Betriebswirtschaft dahin zu unterfüttern. Weil aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Ausbildungs- und aus meiner Berufserfahrung als Anwalt, ist, glaube ich, das schon wichtig, dass man eben auch als Jurist ein Verständnis für die organisatorischen und die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die im Unternehmen dann zur Debatte stehen, hat. Nicht nur das, ich finde auch, dass man die Nomenklatur einfach ordentlich beherrscht, ne? Die Sprache der Wirtschaft einfach beherrscht, und da, um mitreden zu können. Ja. Im Zivilrecht allgemein oder im Vertragsrecht geht es darum, erstmal am Anfang, in den ersten Semestern, überhaupt die Basics zu legen. Wie kommt überhaupt ein Vertrag zustande? Was ist eigentlich ein Vertrag? Welche Funktion hat er in der wirtschaftlichen Tätigkeit? Welche Funktion hat er im Unternehmen? Welche Arten von Verträgen gibt es? Und vor allem natürlich, was passiert, wenn der Vertrag nicht ordentlich abgewickelt wird, wenn es Schwierigkeiten gibt? Nur dann wird es ja eigentlich für den Juristen richtig interessant. Wenn alles läuft, braucht man uns ja nicht. Also die Krankenfälle im Prinzip. Ja, natürlich. Ja, klar. Vertragsgestaltung ist deswegen ein ganz zentraler Aspekt unserer Ausbildung, den ich persönlich in meiner Ausbildung, das ist nun allerdings auch schon ein paar Jahre her, inzwischen sind auch die Universitäten da besser geworden, in meiner Ausbildung hat es eine Veranstaltung Vertragsgestaltung überhaupt nicht gegeben. Das wurde auch nicht geprüft, ob man das konnte. Das musste man irgendwie on the job dann nachher, wenn man dann Anwalt war, sich aneignen. Ja? Und die Mandanten waren dann die Versuchskaninchen gewissermaßen.
die ersten, die man hatte. Weil selbst wenn Sie ein kleiner Mittelständler in Mecklenburg sind, werden Sie heutzutage nicht ohne grenzüberschreitende Kontakte operieren. Das gibt es fast nicht mehr. Ja. Mhm. Vielleicht noch den kleinen Handwerksmeister, der in Wismar... Oder bleibt dann der, der braucht das vielleicht nicht. Aber sonst haben Sie es sofort in, eigentlich in jedem Unternehmen. Und dafür bereiten wir eben auch vor, dass die Leute von der Sprach-, von der Fremdsprachenkompetenz, von der Fachfremdsprachkompetenz, also englische und amerikanische Wirtschaftssprache und Rechtssprache spielt bei uns eine Rolle. Und eben dann eben auch die internationale Vertrags- und Prozessrechtsabwicklung spielt eine Rolle. Also wenn Sie jetzt beispielsweise einen Kunden in Frankreich haben, der nicht bezahlt, dann ist fürs Unternehmen natürlich wichtig zu wissen, wo kann ich den verklagen? Habe ich eine Chance in der Zwangsvollstreckung? Wie läuft eigentlich dieser Prozess mit einer ausländischen Partei? Das ist ja gerade diese große Yacht A, die da irgendwo... Von einer deutschen, von einer deutschen Werft gebaut und in die Kette gelegt worden ist, natürlich. Wäre genau so ein Beispiel dafür. Der große Zahl. Ja, absolut. 15 Millionen sind noch offen. Ja, was macht man dann? Ganz genau. Ne? Ganz genau. Das ist ein wunderbares Beispiel für solche Rechtsfragen. Oder auch grenzüberschreitende Zusammenschlüsse eben von Unternehmen, die, die da eine Rolle spielen. Und wir haben einen, wir jetzt in Wismar speziell, haben da auch nochmal eine besondere Spezialität, weil wir einer der wenigen Standorte sind, wo jetzt auch das Ostrecht noch gepflegt wird. Also die, die Beziehungen zu Russland, die natürlich schwierig sind. Da kann man auch drüber streiten, ob man da wirklich sich darauf spezialisieren soll. Aber wir finden, dass das wichtig ist, da den Gesprächsfaden auch nicht abreißen zu lassen. Und deswegen haben wir da also auch eine... Nach wie vor so, dass deutsche Unternehmen Handel treiben. Ja, natürlich. Und ja, sie tätig sind miteinander. Da haben wir also sogar ein Doppelabschlussabkommen mit einer russischen Hochschule und da kann man sich also darauf spezialisieren. Aber so die Jura-Bogen haben wir so gespannt, glaube ich. Mich interessiert noch ein Themenfeld und zwar dieses Medienrecht, Urheberrecht, solche Fragestellungen kommen bei Ihnen vermutlich auch aufs Tableau. Ja. Einmal als Wahlfach, das ist jetzt nicht im Pflichtprogramm unmittelbar drin, aber im Wahlfach ist es drin und vor allem dann im Master, da spielt das auch eine Rolle, auch vor allem auch das internationale Wettbewerbs- und gewerbliche Rechtsschutz spielt da eine Rolle. Das sind ja auch heute Themen, die, glaube ich, einfach häufig aufkommen. Und genau. Okay, und dann gibt es dazu den ganzen Bereich aus der BWL. Was fällt da weg? Ihr könnt ja nicht ganz BWL machen. Wir können nicht ganz BWL machen, völlig klar, das ist richtig. Aber so der Spannungsbogen der unternehmerischen Tätigkeit, also Beschaffung, Finanzierung, Investition, Distribution, Marketing, das alles findet statt. Ja, auch das Rechnungswesen natürlich, da gibt es auch viele Berührungspunkte zu den zur Juristerei. Bilanzrecht ist eben Recht. Das beherrschen unsere Leute eben auch. Aber natürlich, es ist nicht ein volles BWL-Studium mit allen Spezialitäten, die Sie in der BWL dann angeboten bekommen. Ja, aber es wird ein ordentlicher Überblick geboten, damit man sie einfach zurechtfindet, weiß, wie Unternehmen aufgebaut sind und so. Das ist ja sozusagen Und natürlich auch die VWL, jedenfalls als Einführung in die Volkswirtschaftslehre haben wir das auch, weil das finde ich auch wichtig, dass man über die wirtschaftspolitischen Zusammenhänge als Jurist irgendwie eine Vorstellung hat. Jetzt sind es ja das ist ja ein Bachelor-Master-Studium, relativ kurz dann auch die 3 Jahre, in denen man bis zum Bachelor studieren kann. Oder 3,5, 7 Semester. Wie ist denn das? Gehen dann viele Leute schon ab in die Praxis nach dem Bachelor oder ist der Master bei Ihnen stark nachgefragt? Sowohl als auch. Also wir fangen ja bei uns jetzt im Augenblick, weil wir keine Numerus Clausus seit einigen Jahren haben, mehr mit etwa 120, 110 Erstsemestern im Bachelor an. Und dann sind vielleicht am Ende der 7 Semester sind dann irgendwie noch so 90, 95 da. Und dann landen im Master also etwa 45-50% davon. Und die anderen gehen in die Wirtschaft zwischen rein. Oder kommen später nochmal zurück. Das ist ja auch das immer kann möglich. Auch sein, oder natürlich, machen klar. Oder machen oder aber auch ein anderes Masterprogramm, von dem ich dann nicht weiß, was sie das machen. Das kann natürlich auch passieren. Ich sehe natürlich nur erstmal die bei uns bleiben. Und wohin gehen die jungen Leute in der Wirtschaft tatsächlich? Wenn man das einfach nochmal so ein bisschen, denn ich finde das ganz wichtig, dass wir hier einfach nochmal sehen, das ist ein deutlich kürzeres Studium als ein volljuristisches Studium. Ja, es ist ein Studium, was sich wirklich auf die Wirtschaft auch bezieht. In welchen Abteilungen landen die? Also da ist ein Vorteil der herkömmlichen Juristenausbildung auch bei uns gelandet, dass die Bandbreite wirklich sehr, sehr groß ist. Man ist eben noch nicht auf ein ganz spezifisches Berufsfeld festgelegt, weil man dieses Studium beginnt. Deswegen ist die Bandbreite der Einsatzfelder unserer Absolventinnen und Absolventen ist wirklich unglaublich riesig.
Das geht von der eigenen Selbstständigkeit, dass sie sich selber eine Nische suchen, was sie gerne tun würden, in welchem Bereich auch immer, also eine eigene Steuerberaterkanzlei aufzumachen. Dann eben ganz viel, aber natürlich auch als Selbstständiger, als Angestellter in die großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften. Das kann ich mir gut vorstellen. Großer Bereich, die ganz klar. Freuen sich natürlich über diese Ausbildung. Ein Teil öffentlicher Dienst, also die. Was für Positionen sind das im öffentlichen Dienst? Ja, also wenn Sie den Master machen, ist das eigentlich eine Qualifikation für den höheren Dienst. Der höhere Dienst hat bisher das Problem, dass sie nicht so eine richtige Laufbahn für unsere Absolventen haben. Da muss man also schon so ein bisschen ackern und arbeiten, dass man tatsächlich dann auch etwas findet, was da gut passt. Also bisher werden, was ich so gesehen habe, werden unsere Leute im, was ist dann die nächste Stufe, ist glaube ich gehobener Dienst, ne? Genau. Ja. Also wie jetzt beispielsweise bei der Finanzmarktaufsicht. Die suchen natürlich händeringend Leute, die juristischen und wirtschaftswissenschaftlichen Sachverstand haben. Wenn die aber mit dem Bachelor kommen, dann können die natürlich nicht in den höheren Dienst, das ist dann eben gehobener Dienst. Ja, ja. Außenhandelskammern, solche Sachen auch. Ganz dabei. Genau, ja, sowas ist dabei. Kann ich mir vorstellen, ja. Ganz viel Personalabteilung, Personalverwaltung, Personalentwicklung, Arbeitsrecht. Ist auch ein Schwerpunkt bei uns im Master. Da gehen relativ viele hin. Dann ist ein wichtiger Bereich Vertragsmanagement und Controlling, Vertragscontrolling. Und natürlich Compliance, was immer mehr größere Bedeutung hat. Also das wirtschaftliche oder ethische Wohlverhalten. Ja, Wohlverhalten wäre mir schon fast ein bisschen zu weich. Also es geht wirklich darum, weil Sie müssen ja diesen Wust von regulatorischen Eingriffen in unternehmerische Tätigkeit müssen Sie irgendwie bewältigen. Mhm. Es geht nicht nur um ethisches Wohlverhalten, es geht echt um rechtskonformes Verhalten des Unternehmens. Ja. Und das ist so massiv schwieriger geworden für die Unternehmen, das alles im Blick zu haben, dass die Compliance-Abteilungen ja massiv aufgebaut werden. Ja. Und das ist natürlich ein Kernbereich für uns. Kontext, ja, klar. Und wie sehen Sie das? Konkurrieren denn die Absolventen mit den Absolventen aus der klassischen Jura? Ja, also am Rande auch. Das gibt es, ja. Sie konkurrieren vor allem aber mit Betriebswirten. Das ist, glaube ich, der größere Teil, wo da wirklich die unmittelbare Konkurrenz ist. Es gibt auch durchaus von uns Absolventen, die in die Rechtsabteilung kommen und dann eben mit herkömmlich ausgebildeten Juristen auch zusammenarbeiten oder auch konkurrieren um den Job, das stimmt. Aber die Masse ist das eher nicht. Die meisten Rechtsabteilungen, insbesondere vor allem auch bei den Banken und sonstigen Finanzdienstleistern, sind immer noch sehr traditionell und herkömmlich ausgerichtet. Und wenn da eine Stelle frei ist, dann wird die Leitung der Rechtsabteilung sagen, das muss jemand sein, so wie ich. Ja. Das ist statistisch belegt, dass gute Noten in Mathe, Latein, wenn es das noch gibt, und Deutsch, dass das Erfolgsfaktoren sind. Es ist nicht eine Anforderung, aber es ist ein Erfolgsfaktor, würde ich sagen. Und das liegt nahe. Also nicht, weil jetzt die bei uns ganz viel Mathe machen müssten. Auch in den betriebswirtschaftlichen Modulen ist der Mathematikanteil überschaubar. Das ist nicht der Fall, aber die gute Note in Mathe zeigt jedenfalls, dass jemand in der Lage ist, logisch zu denken. Und Juristerei hat ganz viel mit logischem Aufbau zu tun. Das sehe ich auch so auf jeden Fall. Das ist wirklich ein Erfolgsfaktor. Ja. Und wer also an logischen Zusammenhängen letztlich irgendwie so an Gedankenspielen, an Argumentationen auch keine Freude hat, hat es dann schwieriger. Und dasselbe gilt dann eben für Deutsch oder überhaupt für Sprache, auch für Fremdsprache natürlich. Wir sind eine sprachbasierte Veranstaltung, ja. Wir wollen Leute, und das ist das einzige Handwerkszeug im Grunde, das wir haben, wir wollen Leute mit Sprache, mit Argumenten überzeugen. Und dann muss man eben auch mal wirklich mit grammatisch und interpunktorisch vernünftigen Sätzen irgendwie ein Argument auch formulieren können. Ja. Man muss den Text verstehen. Daran muss man Spaß haben. Ja. Ja. Man muss den Text verstehen, man muss auch Spaß haben, wirklich viele Texte zu lesen. Ja, es ist wirklich ganz viel Textarbeit. Wir müssen ganz viel Urteile, wir müssen Aufsätze, Entscheidungen, Lehrbücher und sowas. Das ohne dem kommt man ja nicht aus. Verträge lesen, verstehen. Und nicht nur überfliegen, das ist der Punkt. Vielleicht auch die Kinken daran. Ja, genau. Die schnelle Sachverhaltserfassung. Ja, also der Umgang mit Texten, der ist so zentral wichtig. Eigene Texte produzieren und eben auch mündlich und schriftlich gut argumentieren können. Daran muss man Freude haben. Ja, auf alle Fälle natürlich. Und ich finde noch ein Punkt ist auch noch, wenn ich natürlich mich in einen Bereich hineinbegebe, wo
Wirtschaftsrecht es häufig darum geht, verhandeln zu müssen, mhm. Verträge ausarbeiten zu müssen, hin und her nehmen zu müssen, Argumente aufnehmen zu müssen, auch mündlicher Natur, da muss ich natürlich auch eine sprachliche Selbstsicherheit besitzen. Absolut. Ich muss das auch wollen, mich zu unterhalten und vielleicht mich auch ein bisschen durchzusetzen oder zumindest meine Ideen voranbringen zu wollen. Mhm. Das ist also nicht unbedingt was für Menschen, zumindest im Arbeitsumfeld, nicht unbedingt was für Menschen, die eigentlich lieber alleine hinter ihrem Schreibtisch sind und zahlen. Absolut. Das ist, das trainieren wir auch vom ersten Semester an. Es ist eine Teamveranstaltung. Ja. Es ist immer ein Austausch von Argumenten nötig. Es ist Zusammenarbeit nötig und darauf legen wir auch großen Wert. Ja. Absolut. Der Einzelkämpfer, den gibt es auch in der Anwaltstätigkeit nicht mehr. Das hat es früher gegeben, da war man Einzelanwalt und hat eben alles gemacht, aber die großen Deals, die macht niemand mehr alleine. Ne? Zumindest nicht in der Wirtschaft, andere zivilrechtliche Bereiche, wo es noch um die Klientenberatung geht. Ja, das stimmt. Ja, was mich noch interessieren würde, also wir hatten jetzt das Bachelorstudium auf der einen Seite, die Absolventen, die dann auch schon in die Wirtschaft abwandern und sich dann vielleicht nochmal verändern, vielleicht betriebswirtschaftlich nochmal aufsatteln. An dieser Stelle, die Masterabsolventen sind aber auch rein rechtlich gesehen den Volljuristen eben nicht gleichgestellt. Das heißt, sie dürfen bestimmte Tätigkeiten nicht ausüben. Ja, das stimmt. Das ist eine Besonderheit, die es, das hat mein früherer Doktorvater mal gesagt, die es außer in Deutschland nur noch in Singapur gibt. Dass wir eben diese Zweiteilung in der Juristenausbildung, erste Staatsexamen oder wie es jetzt heißt, erste Prüfung und dann das zweite Staatsexamen nach dem Referendariat haben. Und dass beides Voraussetzung ist für die sogenannte Befähigung zum Richteramt, ohne die man eben nicht Richter, nicht Staatsanwalt und nicht Rechtsanwalt werden kann. Mhm. Das gibt es sonst, wie gesagt, Ausnahme von Singapur, sonst nirgends. Die haben, also wenn ich das Beispiel England, das mir besonders nahe liegt, nehme, dann ist das überhaupt völlig unproblematisch. Man studiert irgendwas, man muss, um die Anwaltszulassung zu bekommen, nur eine bestimmte Anzahl von juristischen Kernfächern nachweisen, dass man die belegt und besucht hat erfolgreich. Und im Übrigen kann man da studieren, was man will und kann dann in diese Anwaltsschiene gehen. Das ist bei uns ausgeschlossen. Hier muss man sich also relativ frühzeitig entscheiden, wenn man einen dieser klassischen Juristenberufe ergreifen will, dann muss man eben die, wenn ich so will, die Ochsentour des Universitätsjurastudiums plus anschließend Referendariat eben dann durchlaufen. Was ja bedeutend länger ist. Natürlich, alleine durch die 2 Jahre Referendariat schon. Nicht? Ja, und aufgrund der Struktur auch nicht immer so einfach ist, denn die Jura ist und bleibt ein Massenstudiengang mit eben mehreren hundert Studienanfängen. Ich habe jetzt gerade einen unserer Absolventen, der jetzt nach dem dritten Semester gemerkt hat, ihm macht das so viel Spaß, er will richtig nur Jura machen, wirklich ein hochbegabter Junge. Der sagt jetzt muss ich mal wechseln, jetzt gehe ich da doch ins herkömmliche Jurastudium. Umgekehrt haben wir es eigentlich eher, dass wir aus dem Jurastudium jemanden bekommen, der dann wirklich nach vielen Semestern hochfrustriert oder eben erfolglos war, endgültig durchgefallen durchs erste Examen. Das kann man an der Stelle mal ganz kurz einmal einhaken. Einfach, das ist nämlich grundsätzlich möglich. Ja, wer im Jurastudium nicht erfolgreich war, endgültig nicht bestanden hat, so ist, glaube ich, die Formulierung, der kann an einer nicht mehr an der Uni Jura weiter studieren. Genau. Er darf aber unter Anrechnung bereits erbrachter Prüfungsleistungen gegebenenfalls kann er an der Fachhochschule oder Hochschule für angewandte Wissenschaften im ähnlichen verwandten Fach weiter studieren. Das ist möglich, rechtlich. Ja, das ist möglich. Wir sind wechselseitig in der Anerkennungspraxis nicht besonders großzügig. Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Da ist man ja immer gerne. lebt auch noch ein bisschen die ursprüngliche Aversion der juristischen Fakultäten gegen die Fachhochschul-Wirtschaftsjuristenausbildung ein bisschen nah. Also es wird von denen nicht sehr viel anerkannt, bis gar nichts. Und umgekehrt sind wir auch zurückhaltend. Das hat auch seinen Grund, weil wir wollen ja gerade diese Interdisziplinarität leben. Und jemand, der jetzt in der universitären Juristenausbildung ganz normal Jura studiert hat und dann auch noch gescheitert ist, dem fehlt ja wirklich diese betriebswirtschaftliche Komponente. Der kriegt die Dinge ja nicht so leicht zusammen. Und deswegen sind wir da so ein bisschen zurückhaltend, was die Anerkennung anlangt. Wie ist denn das mit Praktika? Also in den ersten 1, 2, 3 Semestern finde ich persönlich das noch nicht besonders sinnvoll. Alle unsere Studiengänge haben in irgendeiner Weise eine Praxisphase, auch die 6-semestrigen Studiengänge, bei denen das etwas schwieriger ist.
die versuchen dann meistens irgendwas mit Ferienpraktika und sowas und vielleicht im Abschlusssemester dann eine Kombination von Abschlussarbeit und Praktikum hinzukriegen. Da ist es aber schwieriger. Die meisten haben deswegen inzwischen 7-semestrige Bachelorstudiengänge, wo man ein richtiges, volles, echtes Praxissemester hat mit 20 Wochen oder mehr. Und das macht dann schon Sinn, das auch relativ spät zu machen, weil dann haben auch die Unternehmen was davon. Also bei uns zum Beispiel ist es eben im 6. Semester vorgesehen, das Praktikumssemester zu machen. Dann haben die eben wirklich schon doch eine relativ solide theoretische Basis für das, was da im Unternehmen stattfindet. Dann ist auch dort die Bandbreite wieder riesig. Ja, das geht von den großen DAX-Konzernen. Ich habe jetzt gerade 3 Leute gehabt, die in der Autoindustrie waren, Mercedes und VW. Die haben es ja auch nötig, Wirtschaftsjuristen zu beschäftigen. Das ist aber auch der kleine Steuerberater in Wismar. Ja? Also da ist auch die Bandbreite ganz, ganz groß. Und es geht auch ins Ausland. Ja. Ja, das ist auch ein finde ich auch klasse, wenn jemand beispielsweise auch noch eine Kombination macht. Auslandssemester, 5. beispielsweise, 5. Semester in einer ausländischen Hochschule zu studieren und dann das 6. Semester im Ausland das Praktikum anzuschließen. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit. Das ist eine Sprachfrage, die auch geklärt. Ja, absolut. Danach ist das Thema natürlich durch. Ja, na klar. Ein wichtiges Thema für mich wäre noch, wie ist es, und Sie sagten eben, klar, in Deutschland kann ich mich nicht als Anwalt niederlassen mit der Ausbildung, mit dem Studium. Kann ich das denn im Ausland, wenn ich dort einen Master anschließe? Ja, also da habe ich auch ein Beispiel, eine Absolventin von uns, die ist nach England gegangen und hat dann, was war aber nicht ganz einfach, hat dann dort auch eine Anwaltszulassung bekommen. Also muss natürlich dann ganz normal die dortigen Berufsprüfungen ablegen und sowas, ist klar. Musste natürlich auch noch zusätzliche Studienleistungen erbringen im englischen Recht. Aber die Möglichkeit gibt's, ja. Das ist aber, es ist auch da kein ganz leichter Weg, muss man sagen. Das muss man echt wollen. Das muss man echt wollen. Aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit und insofern entsteht Flexibilität an dieser Stelle. Geht, das stimmt. Ja, das stimmt. Und die Einkommensspannen von den Abgängern, die sind wahrscheinlich auch relativ groß. Ne? Ja, also habe ich auch nicht wirklich eigene Erhebungen gemacht. Das ist dann mal Zufall, dass mir das jemand erzählt. Wir haben ja aber trotzdem so ein paar Überblicke. Es gibt ja so Fachzeitschriften, die sich mit der juristischen Praxis beschäftigen und da gibt es auch Gehaltszahlen. Auch im Vergleich zwischen den universitären Juristen, Volljuristen mit Prädikatsexamen und Promotion und sowas, was die verdienen. Daran kommen unsere natürlich nicht ran, das ist ganz klar. Also wenn sie jetzt heutzutage mit 2 Prädikatsexaminer und Promotionen in die Anwaltschaft gehen, in die großen Kanzleien, dann sind sie eben bei 100.000 unter Umständen beim Anfangsgehalt. Nicht? Das, aber sie sind natürlich auch bedeutend älter als jemand, der eben nach dem Bachelor ins Berufsleben hineinstartet und der dann nach oben auch noch eine Spanne absolut hat. Absolut. Ne? Ja, und dann muss man natürlich sehen, wo gehen die Leute jetzt hin. Ist ja bekannt, dass wenn die jetzt bei uns in Mecklenburg-Vorpommern bleiben, dass die Gehaltsmöglichkeiten schon sehr begrenzt sind. Ne? Das muss man sagen. Also ist das dann im Bereich von 30.000, 35.000 oder sowas. Was ja auch für Betriebswirte prognostiziert wird. Ne? Ja. Das kommt ja immer eben auch sozusagen auf dieses Gesamtpaket drauf an, was man nachher in die Waagschale wirft. Jetzt wollte ich eigentlich, was aber wirklich zu beobachten ist, dass manche Unternehmen Bachelor und Master in dieser Hinsicht auch gleich behandeln. Es ist unter Umständen gar kein Interesse oder gar kein Vorteil, für die Absolventen den Master zu machen. Manche Unternehmen sagen uns, wir sind viel mehr daran interessiert, die Leute ganz jung zu kriegen. Was die zusätzlich an weiteren Kenntnissen und Fertigkeiten brauchen, das machen wir hier on the job mit denen. Ich brauche die gar nicht in der Masterausbildung. Dass sie bei 120 Studienanfängern natürlich Menschen dabei haben, die es nach 3,5 Jahren noch nicht so drauf haben, das ist auch klar. Vor allem in diesem Alter. Es ist ja eben natürlich immer, ein 17-Jähriger fängt an, ist nach 3 Jahren 20. Vielleicht ist er noch nicht erwachsen. Ne? Und es gibt natürlich auch einfach, die einen sind fleißig, die anderen sind weniger fleißig. Da muss man auch ehrlich sein. Es geht da, glaube ich, in dieser Kritik vor allem um hohe Analysefähigkeiten, die man eben erwerben muss, indem man sehr, sehr lange studiert, sich sehr lange auch mit Sachverhalten beschäftigt. Und das hast du natürlich bei so einer stärker praxisbezogenen Ausbildung. Man arbeitet ja viel mit Beispielen bei Ihnen. Ja, klar. Ne? Also geht um Gestaltung und die passiert eben nun direkt.
genau. Also insofern finde ich, hat es schon durchaus seine Legitimation. Was ich noch hinzufügen möchte an dieser Stelle, sehr viele Unternehmen, gerade auch in der Wirtschaftsprüfung, Bachelor-Absolventen einstellen, ein paar Jahre im Job belassen und dann nochmal freistellen, damit die ihren spezialisierten Masterabschluss etwa im Auditing oder was weiß ich, was es da alles gibt, in der Vertragsgestaltung dann nochmal zusätzlich absolvieren können. Dann wird man freigestellt, hat dann die Zeit, 1-2 Jahre und kommt zurück ins Unternehmen mit dem Masterabschluss. Das ist ja heute eine gelebte Praxis. Ja, klar. Dann und da auch zu einem Einkommenssprung übrigens noch absolut, mal führt hinterher. Ja, na klar, natürlich. Ja. Und da, also gerade diese großen Kanzleien in der Wirtschaftsprüfung und in der Steuerberatung, die haben natürlich noch einen weiteren, im Grunde einen Vorteil für Absolventen, die da hingehen. Na, wenn man dann, ja, wirklich, natürlich am Anfang wird man schon richtig, da wird man schon ausgebeutet, das muss man schon sagen. Ja. Also die Prüfungsassistenten, die müssen da schon richtig schwer arbeiten. Mhm. Aber der große Vorteil ist, dass man natürlich auch ganz, ganz viele Unternehmen kennenlernt. Mhm. Ja. Und dann der Karrieresprung aus der Prüfungsgesellschaft in das Unternehmen des Mandanten zu kommen, der ist da relativ häufig. Wir machen ja Wirtschaftsrecht an Fachhochschulen seit über 20 Jahren, da hat das angefangen. Inzwischen gibt es wahrscheinlich an die 30 Fachhochschulen und andere Hochschulen, die das anbieten im ganzen Bundesgebiet. Und ein großer Teil dieser Hochschulen und Studiengänge ist zusammengeschlossen in einer Vereinigung, die nennt sich Wirtschaftsjuristische Hochschulvereinigung. Genau. Und die, hier sehen wir jetzt gerade die Website, die heißt Wirtschaftsrecht. Command plus. Ah, ja. So. Wirtschaftsrecht-fh.de. Mhm. Und da kann man jetzt schon vielleicht so ein bisschen an der Verteilung, an der geografischen Verteilung sehen, dass wir die also im ganzen Bundesgebiet verstreut haben. Zwei sogar in der Schweiz seit einiger Zeit. Und die ähneln sich in ihren Programmen schon auch relativ stark, vor allem im Bachelorbereich. Wie gesagt, haben jeweils ihre speziellen Besonderheiten. In Frankfurt beispielsweise besonders natürlich finanzdienstleistungsorientiert. Wiesbaden ganz stark steuerrechtlich orientiert. Da muss man sich ein bisschen mal umtun, wenn man spezielle Interessen hat. Da kann man sehen, was dann die einzelnen Hochschulen an Besonderheiten haben. Unterschiedlich. Also jetzt in Wismar beispielsweise gibt es keinen. Es gibt auch mehrere weitere Fachhochschulen, die keinen NC in diesem Bereich haben. Aber gerade in den großen Ballungsgebieten, da ist natürlich der NC auf jeden Fall da. Also Berlin natürlich. Und da ist das schon. Da muss man sich bei der jeweiligen Hochschule dann entsprechend informieren. Da will ich aber noch mal ganz kurz einen wichtigen Hinweis geben. Nur weil eine Hochschule hohe Grenzwerte hat, heißt es noch lange nicht, dass die Hochschule so eine wahnsinnig gute Lehre macht, sondern einfach häufig, weil Sie es gerade sagten, Ballungsgebiete, dass einfach diese Hochschulregion, die Stadt attraktiv ist. Okay. Ja, das muss man einfach zum Thema NC immer mal wieder hinzufügen, denn sonst sieht es so aus, als wäre eine Hochschule ohne ohne NC agieren kann, schlechter. In der Lehre. Ja, das ist kann man einfach so nicht verlieren. Genau, dann haben wir zusätzlich zu diesen Fachhochschulen, die hier auf dem Schaubild zu sehen waren, haben wir natürlich auch noch 4 Unis, haben wir eben ausklamüsert, ne, die sich den speziellen Studiengang in diesem Bereich anbieten. Mhm. Das ist einmal die Uni Mannheim, da heißt der Studiengang Unternehmensjurist, soweit ich weiß. Es ist die Uni Siegen, da heißt einfach Wirtschaftsrecht. Ja. Ne? Mhm. Wir haben Kassel, sagten Sie, und wir haben Lüneburg. Und eine fünfte? Was nicht noch eine fünfte? Naja. 4 oder 5 sind es. Genau. Schreibt es in die Comments. Ist auch auf dieser Seite unserer Vereinigung, gibt es auch eine Liste der Hochschulen, die das außerhalb der Vereinigung also auch noch anbieten, die jetzt nicht Mitglieder der Vereinigung sind, aber trotzdem eben solche Angebote machen. Also wollen wir nochmal kurz zusammenfassen. Junge Leute, die sich für wirtschaftliche Zusammenhänge interessieren, die gerne Karriere in größeren Unternehmen machen wollen oder sich vielleicht als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater selbstständig machen wollen, für die ist das was. Das ist was für Leute mit einem logischen Sachverstand, die sich mit Sprache, mit Text gut auskennen. Was müssen wir noch? Mit Texten arbeiten. Ja, genau. Überfliegen, lesen, die Kernpunkte schnell erfassen, zusammenfassen, so im Team arbeiten. Eine unternehmerische Orientierung haben, einfach auch anführen wollen, mitgestalten wollen und zwar wirtschaftliche Einheiten mitgestalten wollen. Und etwas, was man früher etwas altmodisch Judiz genannt hat, ist auch gut. Also so ein Gefühl für, was ist sachgerecht, was ist gerecht eigentlich? Was ist vernünftig und interessengerecht?
Wer sich da also auch auf fremde Interessen gut einstellen kann, wer Empathie zeigen kann für Interessen etwa des Mandanten, des Kunden, des Freundes oder der Freundin, der ist da also auch ganz gut aufgehoben. Weil man muss ja immer wieder als Interessenvertreter agieren und man muss diese Interessen aufnehmen, man muss nachvollziehen können, warum hat dieser Kunde oder dieser Partner diese Interessen und was können wir tun, um die durchzusetzen. Ja, super, würde ich sagen. Haben wir's? Ja. Vielen herzlichen Dank, Herr Kiel, dass Sie den Weg gekommen sind. Ja, sehr gerne. Ja, das war Studienwahl TV zum Thema Wirtschaftsjura. Mein Name ist Philipp Banse. Ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Ganz herzlichen Dank unseren Gästen, Professor Kiel. Vielen Dank. Und schreibt Kommentare. Petra wird die Kommentare beantworten. Genau, bleibt dran, abonniert uns, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.